Gnädigste, wissen Sie, was wir beiden gemeinsam haben? Der Wechseljahre. Nee, ich meine, da geht es nicht hormonell. Nee. Ich meine, da geht es hier bezogen auf dieses ständige angesprochen werden, ob man denn nicht den Anbieter wechseln wolle. Nee. Ja, neulich auch wieder, also eben auf der Fußgängerzone, ne, quatscht mich auch wieder so ein junger Schnösel an, ne, von der Seite. Ah, ob ich denn nicht was sparen wollte? Ich sag ja selbstverständlich. Am liebsten von so Typen wie Ihnen angesprochen zu werden. Ne. Sagt er, ja, ich wäre ja offensichtlich schon Rentner, da könnt ihr mir ein topmodernes Seniorenhandy anbieten mit WAP, SWAP, MP3, UMTS, MPEG-4, Digicam und integriertem Blutdruckmessgerät, ne? Grundgebührfrei, mindestumsatzfrei, 15 Jahre Laufzeit inklusive Handy für 39,90 im Monat. Ne? Ich sage, junger Mann, ne? Guck mal, ich bin doch schon mit der Fernbedienung von meinem Fernseher überfordert. Ne? Was soll ich denn damit so ein Handy? Ne? Er sagt, ja, aber da wären ja quasi schon alle Festnetzgespräche kostenlos mit drin. Da könnte man jederzeit mit seinen Freunden, Bekannten und Verwandten telefonieren. Ich sage, junger Mann, ne? Guck mal, mich kennt doch kaum einer. Ne? Und die wenigen, die ich kenne, die sind meistens in Sichtweite. Ne? Ja, sagt er, aber was denn mit den Kindern sei, mit den Enkelkindern, mit der Caritas, mit dem Bofrostmann, mit der Zeitansage? Ich sag, junger Mann, Sie hören mir gar nicht richtig zu. Ne? Gucken Sie mal, Senioren in unserer Gesellschaft, ne, die leiden eher unter Vereinsamung und nicht unter Terminproblemen. Ne? Hören Sie mal, schaltet der sofort um, ne? Sagt er, ja, dann wäre vielleicht für mich ein DSL-Internetzugang genau das Richtige. Ne? Als Flatrate, da wäre man quasi rund um die Uhr mit der ganzen Welt verbunden. Ne? Da könnte man surfen, bis der Arzt kommt. Ich sage, junger Mann, ne? Guck Sie mal, ich gehe am Stock, ne? Ich bin über 70, ne? Und habe mindestens so viele Wehwehchen. Ne? Was soll ich denn da auf so einem Surfbrett? Ne? Sagt er, ja, aber warte mal, junger Mann, haben Sie gerade gesagt, bis der Arzt kommt? Warte mal, der wäre vielleicht gar nicht so schlecht, sonst mal, dann müsste ich gar nicht immer dahin, ne? Sag mal, junger Mann, dieses LSD, ne, gilt das nur für einen Hausarzt oder auch für Fachärzte? Guckt er erstmal dumm aus der Wäsche, ne? Und dann sagt er natürlich sofort, ja, selbstverständlich wird das auch für Fachärzte gelten. Ne? Ja, sag ich, ja, hören Sie mal, dann packen Sie mir das mal ein, das nehme ich wohl. Ja, sagt er, das wäre die richtige Haltung, ne? Wenn man was sparen könnte und ob ich ihm dann noch Name, Anschrift und Kontoverbindung nennen könnte, ja, habe ich ihm dann gegeben. Ne? Guck mal, und genau in dem Augenblick, wo ich auf diesen Antrag da unterschreibe, ne, da fragt er schon ganz zaghaft, ja, ob ich denn eventuell auch schon mal über einen Gasanbieterwechsel nachgedacht hätte. Ich sage, nee. Warum? Gibt es denn Alternativen? Sagt er, ja, selbstverständlich. Da hätte er gerade einen sehr günstigen Seniorentarif im Angebot. Nee, das wäre ascetisches Lachgas zum Heizen und Kochen. Nee, das würde über einen holländischen Billiggasanbieter vertrieben und über eine ukrainische Pipeline würde das Gas erst nach Rumänien umgeleitet, da als Erdgas umdeklariert, um dann über Polen nach Holland. Nee, ich sage, guter Mann, da klingt zwar ganz interessant, aber hören Sie mal, ich habe ja Ölheizung. Ne? Oh, Philipp, flappe erst mal wieder runter. Ne? Ja, sag ich, ach, warte, hören Sie mal, ich könnte ja auf Gas umstellen. Oh, sagt er, ja, das wäre die richtige Haltung, wenn man was sparen könnte und so. Ne? Ich sage, ja, dann her damit. Ne? Ja, wunderbar. Und ob ich denn eventuell auch an einen Stromanbieterwechsel interessiert wäre? Ich sage, selbstverständlich, hören Sie mal, ich habe ja Wechselstrom. Ne? Sagt er, ja, wunderbar. Da hätte er gerade einen sehr günstigen Notstromtarif von Yellow Press. Ne? Das wären quasi Überkapazitäten aus EU-subventioniertem Nachtstrom belgischer Autobahnbeleuchtungen. Ne? Und der bei Tagesanbruch übrig gebliebene Reststrom, der würde ansonsten ja ungenutzt vergammeln. Und da wäre jetzt quasi ein Zweitmarkt wie bei den Lebensversicherungspolicen bis 50% unter Neupreis. Ich sage, ja, hören Sie mal, junger Mann, dann legen Sie mal dabei, dann nehme ich auch noch. Ne? Sagt er, ja, der war jetzt wie im Rausch, war der schon, wie im Rausch. Richtig gallig wurde, richtig gallig wurde. Ja,
wenn wir alle so ein Sparbewusstsein hätten wie unser einer, ne? Und dann sagt er, ja, ob ich Kabel oder Sat hätte. Ne? Ich sag, warten Sie mal, Kabel habe ich satt, ne? Liegt bestimmt noch eine ganze Rolle im Keller. Ne? Er sagt, nein, er meinte jetzt eher beim Fernsehen. Ne? Ich sag, warten Sie mal, Kabel, sag ich, ne? Oh, sagt er, da hätte er gerade ein sehr günstiges Angebot von Premiere, ein super Sparabo von Sky Arena Plus, ne? Das wären 99 digitale Spartenkanäle für 79,90 im Monat, ne? 15 Jahre Laufzeit inklusive kostenlosen Eutelsat Digituner, ne? Und obendrauf gebe noch einen kostenlosen 20 € Tankgutschein. Ich sag, hören Sie mal, das klingt überzeugend, da nehme ich auch noch, ne? Ja, damit. Ne? Oh, der war wirklich, wirklich im Rausch, war der Typ. Ne? Ja, und fragte, ob ich denn eventuell auch noch Interesse an eine Tankkarte hätte. Ne? Die würde nur 49 € im Monat kosten. Da könnte man jederzeit direkt hinter der tschechischen Grenze kostengünstig tanken. Sogar 2 Cent unter dem Aral Super Diesel Pluspreis für Benzin. Ne? Ich sag, ja, das klingt ja ganz schön, aber hören Sie mal, ich habe ja noch diese Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr. Ne? Ja, und den goldenen Seniorenpass von der Bundesbahn. Ne? Obwohl, sage ich, die Bahn ist ja entweder überfüllt oder unpünktlich und auf Weihnachten bei schlechtem Wetter sogar beide zusammen. Ich sage, was nehme ich auch noch? Ne? Ja, ja, aber freut er sich wieder. Ne? Ich sage, hören Sie mal, vielleicht haben Sie auch noch ein passendes Auto für mich. Au, sagt er so direkt nicht. Aber ein Bekannter von ihm, der könnte mir da einen Smart Roadster 50 Plus Leasingvertrag besorgen. Ne? Für läppische 300 € im Monat, anzahlungsfrei bei einer einmaligen Abschlusszahlung von 35 Millionen nach 24 Monaten. Ich sage, hören Sie mal, klingt überzeugend. Soll er mir mal zuschicken, meine Daten haben Sie ja jetzt. Ne? Ja, sagt er gerne. Und ich sage, hören Sie mal, wo wir gerade dabei sind. Wir haben anfangs gesprochen über dieses Handy da mit diesem intrigierten Blutdruckmessgerät. Hören Sie mal, das nehme ich auch noch. Ne? Sagt er, selbstverständlich, gerne. Müsste ich nur noch mal hier auf dem Antrag unterschreiben. Ich sage, ja, komm, gib her. Ne? Ja, und dann fragt er, ob er eventuell für mich auch noch einen Providerwechsel ankreuzen sollte. Ne? Weil da hätte ich dann quasi noch eine Festnetzoption für kostenlose nächtliche Auslandsgespräche nach Papua-Neuguinea und Madagaskar inklusive. Ne? Ich sage von mir aus, aber ich müsste jetzt wirklich langsam, ich hätte noch einen Termin beim Urologen. Ja. Ja, das ist selbstverständlich. Er hätte jetzt alle Daten, würde alles weitere in die Wege leiten. Ne? Und ich sage, ja, ich muss aber wirklich jetzt, also er wünscht mir noch einen schönen Tag, ich bin dann auch zügig weg. Ne? Also, ja, jetzt mal unter uns Gnädigste. Ja. Ist doch wirklich allerhand, was einem diese rückgratlosen Seelenverkäufer, was die einem für so ein paar Euro Provision alles unterjubeln wollen, oder? Ja. Ich persönlich finde das ja nur schade, dass ich nie deren Gesichtsausdruck mitkriege, wenn die nach ihrem vermeintlichen Verkaufserfolg irgendwann spitz kriegen, dass ich damals nach dem Tod meiner Frau schon vom eigenen Sohn entmündigt und ins Heim abgeschoben wurde. Ne? Ja. Ja, aber Spaß macht das trotzdem. Ne? Ja. Ja, und das ist ja auch das Einzige, was man sich so als kleinen Sozialrentner noch leisten kann. Ne? Aber jetzt muss ich wirklich langsam mal das Armbrot warten. Hört sich Schwester Hedwig wird sicher auch schon wieder ganz unruhig. Ne? Und ich denke ja, Sie brauchen auch langsam mal eine Pause, oder? Ne? Apropos, Gnädigste, bevor ich verschwinde. Ne? Falls Sie morgen noch nichts vorhaben, ne? Was halten Sie denn davon, wenn wir beiden Hübschen morgen mal gemeinsam zum Juwelier Wempe gehen und so richtig schicken Schmuck einkaufen tun? Ne? Wie wäre das? Also, bis später. Dankeschön.